Werbung. The journey to a smoke-free future can be a long and winding road, but if you're ready for a change, consider taking Zyn for a spin. Zyn nicotine pouches offer a fresh way to discover your nicotine satisfaction. Anywhere, anytime. No smoke, no spit, and no lingering odor. Get in gear with the Zyn 10 Challenge and enjoy 10 smoke-free, spit-free days for just $5.95. Order online and start your new journey today. Warning, this product contains nicotine. Nicotine is an addictive chemical. Werbung Ende. Schon wieder ist eine Woche rum. Ich bin zurück aus London. Und es ist wieder eine Sportstunde da mit mir, eurem Host Patrick Hoch. Und wie immer mit mir, Olli Dütschke. Und ich bin zurück aus dem Saarland. Ja, Leute draußen. Der eine fährt nach London, guckt ein bisschen NFL. Der andere macht dritte Liga, guckt Saarbrücken Bielefeld. Ne? Aber es ist Sport. Ja, wir wollen ja jetzt nicht irgendwie sagen, das eine ist besser als das andere, um Gottes Willen, ne? Oder doch? Das eine ist Königsklasse, das andere ist Dritte Liga. Ja, aber die haben sich auch den Arsch aufgerissen, obwohl das Spiel war nicht besonders ein schönes 0-0. Wie war es denn bei dir? London, NFL, wow, da muss es doch das geknallt Spiel haben. Das Spiel war okay. Das Stadion war tatsächlich so komplett umgebaut in ein Heimstadion in den Minnesota Vikings, alles in lila-gelb. Auf der Leinwand lief auch tatsächlich der ganze Kram, den die Vikings auch zu Hause fahren. Ja, und der Kunstrasen war 1A. Ja, schön. Hast du also dann Spaß gehabt? Aber sowas von. Und wir haben auch Spaß heute, denn wir haben natürlich ein sehr schönes Programm mit wunderbaren Gästen. Denn wir sprechen mit einem Olympiasieger, nämlich mit Oliver Zeitler, der Goldmedaillengewinner im Rudereiner. Und ja, dann ja, nach Olympia gab es in Paris, ja, aber wir haben noch nach Olympia in Paris noch eine WM gehabt, ne? Im Cable Wakeboard. Ja. Ne? Da wirst du nachher ein bisschen drüber berichten. Ansonsten Basketball, wir gucken nach Ulm. Die haben nächste Woche ein Date mit der NBA, beziehungsweise mit einem Team aus der NBA. Das ist echt ganz cool. Und Fußball haben wir natürlich heute auch mal dabei, allerdings nicht die Variante mit Nagelsmann und Co., sondern ich hätte fast gesagt, auf dem Küchentisch. Ja, und ja, hurra, hurra, hurra. Wir haben Wintersport. Was sagst du dazu? Ja, es geht los. Den Anfang macht bei uns Curling. Ja, Curling-Bundestrainer ist bei uns heute da, denn da gibt es schon das erste Event. Also, ja, da wird es einem frostig. Ne? Ja. Aber wir legen doch mal gleich los. Und wenn wir schon so einen hochkarätigen Gast haben, denke ich, dann wollen wir ihn auch hören, den Olympiasieger Oliver Zeitler. Er hatte ja eine große Enttäuschung. Tokio war ein ganz großer Favorit und schied dann schon im Halbfinale aus. Das war ganz, ganz bitter für ihn. Aber er hat sich nochmal aufgerafft und hat es jetzt tatsächlich auch geschafft. Das reimt sich. Ich habe ein Gedicht gerade kreiert. Hast du das gehört? Wahnsinn. Ja, leider. Aber er hat es wirklich hingekriegt, mit beeindruckender Manier in Paris. Und natürlich haben wir auch drüber gesprochen im Interview mit dem dreimaligen Weltmeister, mit dem dreimaligen Europameister und dem Olympiasieger Oliver Zeitler, wie denn so war die Zeit zwischen Tokio und Paris. Olli, erstmal noch die herzlichsten Glückwünsche, die größte Gratulation für deinen Olympiasieg. Das sollten wir nicht vergessen. Danke dir. Ich habe mich gefragt, wie ist das eigentlich, wenn man jahrelang einen Traum hat, dafür arbeitet und dieser Traum geht auf einmal in Erfüllung. Wie ist das? Wie fühlt man sich danach? Man ist erstmal sehr überwältigt von der Situation. In meinem Fall habe ich da jetzt 3 Jahre seit Tokio, wo es wirklich ein sehr, sehr tiefer Punkt meiner Karriere war. Habe ich hart an mir gearbeitet, jeden Tag daran gedacht, dass ich es besser machen möchte. Und als ich dann über die Ziellinie gefahren bin, war ich erst von der Situation wirklich überwältigt. Man kann dann die Emotionen so gar nicht kontrollieren. Und im Anschluss weiß man dann auch erstmal gar nicht so, was ist eigentlich gerade passiert, weil man da so in diesem Trott sonst drin ist, dass man einfach immer Leistung bringt, immer abruft und dass das dann irgendwie sich alles auszahlt auf einmal, ist ein extrem gutes Gefühl, aber man braucht ein bisschen, um das zu verarbeiten. Wenn dann der eine Traum weg ist, hat man dann jetzt schon die Zeit, um einen nächsten Traum sich da so aufzubauen? Also ich bin schon jemand, der
nach einem Höhepunkt, sei es ein negativer oder ein positiver, schon immer reflektiert und schaut, was ist jetzt gut gelaufen, was ist so gut gelaufen, habe ich nach Tokio so gemacht, habe ich jetzt nach Paris auch so gemacht und jetzt geht mein Blick tatsächlich schon nach vorne. Ich habe jetzt durch den Olympiasieg extrem viel zu tun, also es sind sehr viele Termine, man muss sich jetzt auch um Sponsoren kümmern, sodass man die nächsten 4 Jahre durchfinanziert bekommt. Das sind alles Themen, die jetzt gerade so im Vordergrund stehen und auch das Training ist jetzt schon wieder losgegangen. Ich bin jetzt seit 3 Wochen wieder am Trainieren, am Rudern. Ja, das haben, glaube ich, auch viele nicht auf dem Schirm, dass so eine Olympia-Vorbereitung 4 Jahre, also jetzt war es ein kürzerer Zeitraum wegen Tokio, weil das um ein Jahr verschoben wird, aber 4 Jahre harte Arbeit haben jetzt schon wieder begonnen. Also es war jetzt auch Zeit, um sich auszuruhen, aber es geht weiter. Du hast ja tatsächlich, gerade was Olympia angeht, ja Extreme erlebt. Ne? Einmal, es kann man ja so sagen, schon auch eine sportliche Enttäuschung Tokio, wo du als Favorit angereist bist und dann leider nicht ins Finale geschafft hast. Und 3 Jahre später hast du diese Goldmedaille. Wie schwierig war das nach Tokio, da voll die Motivation wieder zu haben? Ich glaube, da ist man ja kurz vor einer Depression. Also es war schon eine Erfahrung, die ich mir am liebsten hätte sparen wollen. Ich habe danach erstmal einen Monat überhaupt nichts mit dem Sport zu tun haben wollen, weil ich wirklich so mental fertig war. Man konnte das dann erstmal nicht verstehen, wenn man das nicht richtig aufgearbeitet hat. Und es war nicht einfach. Und dann gab es natürlich so Schlüsselmomente, wo ich dann gesagt habe, oh nee, also eigentlich ist es halt schon das, was du immer machen wolltest, Olympia allein zu fahren und dass das jetzt irgendwie so negativ behaftet ist, nur weil ich da als Favorit hingefahren bin und dann im Halbfinale gescheitert bin, sollte jetzt nicht mein Lebensziel irgendwie so in ein schlechtes Licht drücken. Und deswegen habe ich da auch gesagt, in Paris möchte ich nochmal angreifen und dann bin ich auch sehr stur quasi nochmal alles abgegangen, was wir vor Tokio gemacht haben, zusammen mit meinem Vater. Wir haben geguckt, wo müssen wir besser werden und dann haben wir 3 Jahre lang versucht, den Rennplan zu entwickeln, der uns letzten Endes dann zu dem Erfolg in Paris führen wird. Und glücklicherweise hat das alles so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Also es war wirklich dann wie ein Traum, als es dann in Erfüllung gegangen ist und ich wirklich auch nicht nur gewonnen habe, sondern auch meinen Rennplan eben genau so umsetzen konnte, wie ich es davor trainiert habe. Also war mega. Wie kurz warst du denn vor der Aufgabe, dass du gesagt hast, ich mache das nicht mehr? Also in Tokio war ich wirklich kurz davor aufzuhören. Ja, dann habe ich ja gerade eben schon erzählt, wie es dann gelaufen ist. Dann kamen so Situationen, wo ich dann gemerkt habe, ja, das ist mein Lebenstraum gewesen, zu Olympia zu fahren. Ich habe das nie mit irgendeinem Erfolg, also es ist schon ein Erfolg für mich gewesen, eigentlich zu Olympia zu kommen, also Olympionike zu werden. Und nur aufgrund der Situation, dass ich da als Weltmeister angereist bin und dann die Erwartungen von mir, aber auch die von außen auf mich eingeprasselt sind, da nicht zu erfüllen, das hat das alles irgendwie so in den Schatten gestellt und das fand ich blöd. Und ich wollte das nicht so in meinem Leben behalten, dieses Negative. Und deswegen habe ich mich dann auch dazu entschieden, weiterzumachen, obwohl ich erst mal gebrochen war nach Tokio. Hast du, als du in Paris warst, mal an Tokio gedacht? Oder konntest du was komplett ausblenden? Nein, also Tokio war schon präsent. Ich habe zwar die letzten Jahre auch mit einer Sportpsychologin zusammengearbeitet und das so ein bisschen aufgearbeitet, was da in Tokio passiert ist. War auch wichtig, das zu machen. Aber so besonders vor dem Halbfinale, wo ich ja in Tokio noch gescheitert war, war es schon sehr präsent, noch diese Niederlage. Und dann will ich auch nicht lügen. Also das war schon der Gedanke davor, oh fuck, jetzt habe ich da 2 Leute, die mich in Tokio schon unerwartet aus dem Finale rausgekickelt haben, jetzt wieder im Halbfinale hier neben mir. Ist nicht einfach. Also der Druck ist da extrem hoch gewesen vor dem Halbfinale schon. Und ja, umso besser war es dann, dass es so ein Befreiungsschlag dann eigentlich war, dieses Halbfinale, wo ich dann auch olympischen Rekord gefahren bin. 5 Sekunden schneller als je jemand anderes bei Olympia gefahren ist. Also das war schon eine Ansage und dann war auch die Leichtigkeit gegeben, mit der ich dann auch ins Finale gegangen bin. Wie sehr ist denn dann auch gerade in einem olympischen Finale, wie sehr ist dann die Taktik wichtiger vielleicht als die Technik?
Also im Rudern ist Taktik sehr, sehr wichtig. Wir sind 7 Minuten unterwegs und 7 Minuten kann man leider nicht durchsprinten. Wer das kann, der ist ein Übermensch. Von daher muss man sich da eine Taktik beziehungsweise einen Rennplan überlegen und den auch so verinnerlichen, dass man auch und dann auch wissen, dass man den so durchsteht, weil es ist, man geht da an die Grenzen im Rudersport über diese 2 Kilometer Strecke und darauf muss man sich einstellen. Es tut immer weh, so ein 2 Kilometer Rennen. Und da ist die Taktik beziehungsweise der Rennplan sehr, sehr wichtig, weil man dann halt verschiedene Marken im Kopf hat, wo man sich auch so ein bisschen vom Schmerz ablenkt, würde ich fast rennentscheidend bezeichnen, ja. Jetzt bist du Olympiasieger. Was hat sich für dich geändert seitdem? Ja, das Leben ist mit Sicherheit noch ein anderes als das, was ich davor vor Olympia gewohnt war. Also viele, viele Leute erkennen mich jetzt aufgrund dieser dieses großen Events, was ich da gewonnen habe. Und viele schauen auch Olympia, auch wenn es Randsport eigentlich ist. Ich werde erkannt, die Aufmerksamkeit bzw. das Interesse an meiner Person ist sehr, sehr hoch immer noch. Ich habe sehr, sehr viele Termine, die ich davor auch nie in dem Umfang hätte mir träumen können, dass ich die wahrnehmen kann. Ja, es ist stressig, aber es ist auch schön, dass ich jetzt eben diese Aufmerksamkeit habe und dadurch einerseits mich, aber auch meinen Sport präsentieren kann. Und ja, vielleicht hilft es ja, dass der ein oder andere auch sagt oder die ein oder anderen Jugendlichen auch sagen, okay, Rudern möchte ich auch mal ausprobieren, damit wir da auch im Medaillenspiegel wieder ein bisschen weiter nach vorne kommen. Wir kennen ja deine Vita, du kommst vom Hochleistungsschwimmen, bist aber in einer Ruderfamilie groß geworden. Bist du denn vorher mit der Familie viel gerudert, dass du auf einmal da dich da reinsetzt und auf einmal auch, dass das alles so gut funktioniert hat? Also man muss sich das so vorstellen, im Schwimmsport trainiert man sehr, sehr viel und sehr sportartspezifisch. Das heißt, da ist wenig Zeit, da viel Cross-Training zu machen. Und im Sommer, in meiner Sommerpause, gab es so 2, 3 Jahre, wo mein Großvater mich mal an einem Tag in so einen Übungseiner reingesetzt hat, weil er gemeint hat, ja, komm, probier das mal aus, Junge. Und dann habe ich das probiert, habe vorsichtshalber schon mal die Badehose angehabt, weil so ein Rennen, beziehungsweise so ein Einer, der ist einfach extrem instabil. Und nach 3 Schlägen lag ich dann auch im Wasser und habe mich dann einfach im Wasser auch wohler gefühlt. Und da habe ich gesagt, du Opi, ich glaube, Rudern ist nichts für mich. Das habe ich ihm wirklich so gesagt. Ich habe mich halt im Wasser einfach wohler gefühlt. Ich habe nie den Grund gesehen erstmal, warum ich jetzt die Sportart wechseln sollte, weil ich im Schwimmen halt auch auf meinem Level erfolgreich war. Und das habe ich auch genossen. Und ich muss sagen, es war jetzt auch keine schlechte Entscheidung. Ich habe diese Jahre im Schwimmsport, möchte ich nicht missen, weil das war ein Top-Team, was wir da hatten. Es hat wirklich Spaß gemacht. Es sind immer noch Freunde von mir, mit denen ich damals geschwommen bin. Ja, es ist halt so wie es ist. Und jetzt bin ich mit 20 zum Rudern gekommen und ich glaube, es hat meiner Karriere jetzt nicht so viel abgetan. Als ich angefangen habe, beziehungsweise als ich dann ein bisschen fortgeschritten war, kamen die ersten Leute, jo, also wenn du früher angefangen hättest, dann wärst du jetzt wahrscheinlich schon Olympiasieger oder was auch immer. Da habe ich gesagt, ja, hätte Fahrradkette. Ist halt nicht so gewesen. Und ich bin stolz auf meine Karriere und so, wie ich es gemacht habe. Ist trotzdem einzigartig. Ich glaube, es gab noch nie jemanden, der nach 2,5 Jahren bereits Weltmeister in wirklich der Königsdisziplin des Ruderns geworden ist. Das habe ich halt geschafft und bin da sehr, sehr stolz drauf. Bevor wir zum Ende kommen, wir können den Leuten draußen sagen, man kann dich sehen auf der Spree, am kommenden Wochenende. Gibt es ja auch irgendwie eine ganz interessante Challenge. Gegen Simon van Dorp, den Bronzegewinner aus Paris, machst du wie ganz Besonderes. Jetzt stelle ich mir vor, eine Ruderregatta ist das eine, immer geradeaus, aber auf der Spree, das geht's nicht immer so geradeaus, ne? Da gibt's ja auch mal so Kurven und so weiter. Mit was für einem Boot startest du da? Wie kann man sich diese Rennen vorstellen? Ich starte mit meinem Boot dort. Die Strecke, die Simon und ich... Deinem Sportboot, mit deinem normalen Boot, mit dem du auch Paris gefahren bist? Ja, genau. Krass. Mhm. Wir wollen da ein Rennen fahren, deswegen fahren wir auch in unseren Rennbooten. Und die Strecke ist insgesamt 2,3 Kilometer lang, quer durch Berlin, mit dem Ziel am Reichstag. Ja, es wird interessant. Also es wird schon ein anderes Format als das, was man jetzt bei Olympia oder bei Weltmeisterschaften sieht. Einfach wo diese Bojenketten, wo man gerade fährt, das gibt's da natürlich nicht. Man muss auf Brücken aufpassen, man hat Strömungen. Die Szenerie wird auch ganz anders sein natürlich, quer durch die Stadt. Sonst sind wir eher in der Natur, an den schönsten Seen der Welt, jetzt durch die Spree. Mal gucken, wie das wird. Und
ja, es ist halt ein Showrennen quasi, um den Rudersport auch so ein bisschen den Leuten näher zu bringen, um auch die Möglichkeit zu haben, da nochmal zwei Medaillengewinner von Paris in Action zu sehen und mal sehen, was es wird. Wir kommen beide gerade aus dem Urlaub, von daher, es wird jetzt nicht vom Niveau her wird es wahrscheinlich nicht so hoch sein wie beim Olympiafinale, aber ich glaube, wir können trotzdem ein spannendes Rennen dort erwarten. Wir kommen da natürlich nicht hin, um zu verlieren, das ist klar, und wir werden alles geben und ja, vielleicht wird es ja so ein Kampf wie zum Beispiel dieses Jahr beim Weltcup in Luzern. Am 12. Oktober um 13 Uhr, wie heißt das, Mühlendammbrücke, kann das sein? Mhm. Da geht's dann los, Leute, fahrt in die Hauptstadt, guckt euch den Olympiasieger an. Dann wünschen wir dir da viel Spaß, geh nicht unter und hau den Holländer weg. Und dann ganz Berlin wird dann Olli, Olli, Olli rufen, so wie es in Paris ist. Ich wünsche dir da viel. Vielen Dank, ich gebe mein Bestes. Alles Gute, danke für die Zeit. Danke dir. Ganz Berlin von Olli, Olli rufen, das gefällt dir, ne? Ja. Das wird mir gefallen. Aber wenn du überlegst, der hat zum Opi gesagt, Opi, ich lass das mit dem Rudern. Und jetzt ist er Weltmeister, Olympiasieger, Europameister, alles gewonnen, was man gewinnen kann. Großartig. Und wir haben noch so viel geredet. Ja, und wir müssen ja auch sagen, Opi war auch Olympiasieger. Ja, Opi ist auch Olympiasieger gewesen oder ist Olympiasieger im Vierer mit Steuermann. Die Tante ist Olympiasiegerin im Achter. Jetzt ist er in der Familienhierarchie aufgestiegen, darüber habe ich auch mit ihm geredet. Ist er jetzt tatsächlich weiter oben in der Familie und Verwandtschaft, was den Medaillenspiegel angeht? Wird er mehr wahrgenommen? Dann haben wir geredet, warum einer, warum nicht zwei oder vierer? Was geht einem so eigentlich in den Kopf rum, wenn man da 7 Minuten auf so einer Regatta ist und auch eigentlich vorm Ziel schon weiß, ich habe jetzt gewonnen? Da darfst du auch keine Scheiße mehr bauen, ne? Wenn du auf einmal da irgendwie loslässt. Das ist schwierig zumindest. Und da habe ich auch was gelernt und das wird eine große Herausforderung. Er erklärt auch, warum das so war, aber hört da mal rein. In L.A. ist die Strecke nur 1500 Meter lang. Normalerweise vom Ruderverband, Weltruderverband ist angeordnet, immer 2000 Meter Strecken. In L.A. sind es 1500. Nicht einfach für die Athleten. Warum das so ist? Hört einfach rein. Podcast. Dann musst du die halt anders einteilen, ne? Ja, aber alle oder wie? Keine Ahnung. Manche sind hinten raus stark, manche ist glaube ich, nicht leicht für die Athleten, wenn du immer 2000 hast und auf einmal nur noch 1500. Auch die Trainingsarbeit wird anders sein. Also hört rein, das komplette Interview mit dem Olympiasieger Oliver Zeitler. Guter Typ. Pflichtprogramm, ja, in den nächsten Tagen da mal reinzuhören. Und Olli Ruf in der Hauptstadt. Er hat's erlebt in Paris an der Ruderregatta-Stücke. Ich hab's eigentlich noch nie erlebt. Noch nie erlebt, das hat. Naja, alles gut. alles gut, er hat's verdient. Nicht wahr? Ja, so, Paris ist eine wässrige Kiste, ne? Da ist jetzt nämlich auch noch was anderes gewesen im Wasser. Ja, du hast dich schlau gemacht. Ja, da war nämlich eine WM, eine ganz spezielle WM, nämlich im Cable Wakeboarding. Ja, wir erklären euch mal, was das ist und warum Cable und warum das nichts mit Kabelfernsehen zu tun hat. Und das, wie gut Deutschland da war und ist, dazu hat uns Aaron Armborst, ja, Rede und Antwort gestohlen, um uns das zu sagen, was da alles abging und geht. Hallo, ich habe hier Aaron Armborst vom Dachverband Wakeski und Wakeboard. Hallo. Hi, grüß dich. Ja, wir wollen mal über Wakeboard und Wakespeed Ski reden, aber Cable Wakeboard und Cable Wake Skate. Was ist der Unterschied zu nicht Cable sozusagen? Genau, es gibt da quasi zwei Disziplinen, die man bestreiten kann. Und zwar, viele kennen es vielleicht auch aus alten Filmen, Wasserski hinterm Boot, das klassische Wasserski. Da war auch der Ursprung und in Deutschland hat ein findiger Mann eine Seilbahn erfunden, wo man dann fahren kann und das Boot ersetzt. Und das ist quasi die Wasserski-Seilbahn oder das Cable auf Englisch dann. Und ja, so kann man quasi den Sport hinterm Boot, aber auch an der Seilbahn ausführen. Und da gibt es halt den Unterschied erstmal Cable Ski und Cable Wakeboard, wo wir die modernen Wakeboarder sind, wie quasi die Snowboarder am Berg. Und dann gibt es halt noch die Disziplinen, wo man halt wie auf dem Skateboard nur normale Schuhe trägt und quasi nicht mit dem Board verbunden ist. Und das ist dann das Cable Wake Skate. Und ja, kann man beides an der Seilbahn ausüben.
da, wo ich mich auch meistens wohlfühle und auch zu Hause bin, aber ist halt auch hinterm Boot weiterhin möglich. Ja, gut vertreten ist leicht untertrieben, würde ich sagen, aber ja, ist quasi so ein deutsches Ding von der Erfindung und vom Machen her. Da war jetzt letztens die Weltmeisterschaft in Paris. Wie hat denn Deutschland da so abgeschnitten? Weil das war ja relativ viel, was da an Disziplinen und Fahrern unterwegs war. Und Paris ist ja so ein mittelmäßiges Blatt für deutsche Sportler. Wie war's denn? Ja, genau. Dazu muss man natürlich sagen, dass die Franzosen immer gerne gewinnen wollen. Die sind aber auch in der Sportart. Die haben auch fast so viele Seilbahnen wie wir in Deutschland und sind da auch sehr motiviert, einen sehr starken Verband. Und gerade wollten die sich natürlich nach den Olympischen Spielen in Paris dort auch von ihrer Schokoladenseite zeigen. Haben natürlich ihren Heimvorteil sehr gut genutzt, sehr viel trainiert. Bei uns ist es halt auch so, dass das Setup, was da steht, das ist immer ein bisschen anders. Das heißt, man muss sich darauf einfahren. Und man kann das zu Hause bedingt trainieren, ja, aber man muss sich immer auf die lokale Gegebenheit da einstellen. Und ja, wie du schon gesagt hast, wir haben dort alle Altersklassen bei so einer Weltmeisterschaft bei uns. Das fängt dann bei den U14 an, dann die U18, die offene Klasse. Dann haben wir auch noch Senioren, Ü30 und Ü40. Das Ganze dann Frauen, Männer, Wakeboarden und auch im Wakeskaten. Und was wir noch haben, ist eine Seated-Kategorie, wo quasi ja Leute mit einer Behinderung auch in so einem Sitz fahren können. Und das ist da auch voll ja inkludiert, auch Teil der Teamwertung, was wir ganz schön finden. Ist ja doch bei ein oder anderen Sportart jetzt auch modern, dass man sich da mit dazu packt. Und ja, die ganzen Disziplinen finden da statt. Das ist natürlich dann ein großes Team, auch das deutsche Team mit knapp 30 Sportlern dann vor Ort. Immer schwierig zu betreuen. Ich bin da einer von 4 Betreuern, bin da quasi verantwortlich dann für die offene Klasse, für die Open-Fahrer. Und ja, das ist halt ein anspruchsvoller Sport, ein bisschen tagesformabhängig auch, aber klar kann man sich gut vorbereiten. In ein paar Kategorien haben wir die Favoritenrolle. Und gerade bei den U18, bei den Junioren, haben wir sehr erfolgreichen Weltmeistertitel geholt mit dem Jan-Luka Schulz. Der war bei der letzten Weltmeisterschaft in Thailand vor 2 Jahren Weltmeister in U14 geworden, war jetzt das erste Mal U18-Klasse. Dort also wirklich einer unserer Hoffnungsträger für die Zukunft. Ja, in der offenen Klasse, quasi Königsdisziplin, da sind wir ein bisschen unglücklich gewesen im Finale. Dort haben wir auch die Top-Favoritin Julia Rick, die amtierende Weltmeisterin war bis zu dem Zeitpunkt, ist dort auf den 2. Platz gekommen, leider gestürzt. Und bei den Männern hatten wir auch 2 deutsche Sportler im Finale. Den Florian Weyerer aus München, der Vize-Weltmeister geworden ist. Und der alte Weltmeister Max Milde aus Duisburg, der ist leider auch gestürzt und ja, ist somit auf dem 6. Platz gelandet. Für die Teamwertung hat es dann für den 3. Platz gereicht, weil wir ja an der großen Bandbreite diesmal nicht ganz so stark vertreten waren. Die Teamwertung ist immer quasi ja das Resultat aller Ergebnisse. Und da mussten wir uns leider den Franzosen und den Italienern geschlagen geben, die da wirklich sehr, sehr groß aufgetreten sind in der breiten Masse. Ja, also ähnlich wie bei den Olympischen Spielen. Es hätte besser sein können, aber es ist okay. Ja, genau. Also wir haben ein paar Titel geholt, sind zufrieden. Und Ziel war auch, weil wir nächstes Jahr bei den World Games sind, seit 20 Jahren das erste Mal wieder ist Cable Wakeboard bei den World Games dabei. Und das ist ja das Höchste, was man in unserem Sport erreichen kann. Und da war es uns halt wichtig, weitere Qualifikationen zu erzielen, wo wir jetzt schon 3 Leute fest dabei haben. Und da war quasi der Fokus drauf. Nun habt ihr ja den Vorteil, wie du ja schon gesagt hast, ihr braucht kein Boot, was euch noch hinterherzieht und könnt im Prinzip, ihr habt überall, wo so eine Cable-Maschine über einem See steht, könnte man das machen. Wie sieht's denn aus mit, da ihr ja schon bei World Games seid, dass ihr vielleicht auch mal den Schritt zu Olympia bringt, weil im Gegensatz zu vielen anderen Wassersportarten außer Schwimmen, seid ihr ja, braucht ihr einen See und fertig so ungefähr und die Maschine darüber. Die anderen haben ja immer das Problem, ja, da ist eigentlich kein Wasser, deswegen machen wir unsere Wettbewerbe irgendwo an der Küste oder so. Das braucht ihr ja nicht.
Nee, da hast du einen guten Punkt angesprochen, auf jeden Fall. Und wenn ich das jetzt mit den Schwierigkeiten von den Surfern sehe bei Olympia, die dann kurze Übertragung nach Hawaii und dann lange Wartezeiten, weil dann die Bedingungen nicht stimmen, da haben wir eigentlich einen sehr attraktiven Sport. Wir können das quasi auf jedem See, können wir es anbieten, können auch den See künstlich bauen. Zum Beispiel haben wir auch eine Wasserskianlage in Peking an der offiziellen Olympia-Ruder-Regatta-Strecke, dass man das quasi sogar kombinieren kann. Also von daher ist es doch sehr attraktiv. Wir waren auch schon mal geshortlistet als einer von 8 Kandidaten für Olympischen Spiele in Tokio. Dort hat es leider nicht gereicht, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht, weil die Sportart noch zu klein ist, obwohl, wenn ich jetzt andere Sportarten sehe, wie Breakdancen, die sind ja auch reingekommen, da dürften wir uns eigentlich verstecken. Vielleicht liegt es daran, dass wir doch auf einigen Kontinenten noch nicht so stark vertreten sind. In Europa ist das kein Thema, USA auch nicht, Australien sehr stark, Asien ist gerade groß am Kommen. Deswegen, wir haben immer Hoffnung, da reinzurutschen, aber da ist natürlich, ja, wahrscheinlich auch viel Lobbyarbeit nötig. Und wir sind ja auch der Weltverband relativ klein, geben natürlich uns immer Mühe und ja, sind stolz auf den Sport, den wir betreiben und würden uns natürlich auch wünschen, bei Olympia irgendwann dabei zu sein. Wie kann man denn das machen? Also ich meine, klar, du brauchst einen See und die Seilbahn sozusagen, aber wie kann man einfach anfangen? Weil Wasserski wirkt immer so, ja, das ist unglaublich kompliziert, das zu machen, und das tut weh, vor allen Dingen, wenn man es macht. Wie kann man das, wenn man Bock hat darauf, das einfach machen? Das geht eigentlich relativ leicht. Also alle Wasserskianlagen in Deutschland sind kommerziell betrieben und die bieten auch Anfängerkurse an. Es gibt da auch extra Zweimastanlagen, die quasi nur hin und her fahren, wo einer nur dran ist, wo man wirklich Schritt für Schritt quasi den Start erst übt, dann das Geradeausfahren, dann das Kurvenfahren. Man kann da wirklich rangeführt werden, muss da nicht gleich auf die große Bahn drauf losgelassen werden, sondern es gibt schöne Konzepte, wo man teilweise in 1, 2 oder 3 Stunden halt das Wasserski oder das Wakeboardfahren auch schon erlernen kann. Wichtig dabei ist auch, ja, wie du schon gesagt hast, nicht übertreiben, nicht übermütig werden, sondern wenn man sich da vom geschulten Personal gut leiten lässt, dann kommt man schnell zum Erfolg, hat dann auch nicht so einen starken Muskelkater, weil das ist schon ein anspruchsvoller Sport. Und ja, wenn man sich gut anstellt, geht man auf jeden Fall mit einem Lächeln nach Hause und hat dann direkt Bock auf mehr. Ist der Kurs, den du fährst, weil du fährst ja einen Kurs beim Wakeboarden und machst da Kram, ist der festgelegt sozusagen oder ist der sogar variabel, dass man da einfach alles zwischen den Rolfen oder so versetzen kann? Der ist vom Regelwerk her nicht festgesetzt. Es gibt dann immer eine Ausschreibung, die dann quasi den offiziellen Kurs für die entsprechende Seilbahn dann quasi beschreibt. Da gibt es auch verschiedene Formate. Es gibt auch Formate, wo man am Start direkt losfährt, eine ganze Runde. Oder es gibt Formate, wo man quasi erst eine halbe Runde fährt und dann beginnt der Kurs auf der anderen Seite. Je nachdem, wo die Features dann auch platziert sind, also die Rampen, die es da gibt, und Rails. Und das ist auch abhängig von der Länge der Seilbahn. Es gibt Seilbahnen, die sind sehr lang. Gerade die, die das klassische Wasserski auch betreiben, haben da sehr lange Geraden, wo dann Slalom gefahren wird. Die etwas moderneren reinen Wakeboard-Anlagen sind ein bisschen kleiner. Ja, man muss gucken, dass nicht zu viele Tricks möglich sind. Es ist weiterhin ein Freeride-Format, dass die Leute, wenn innerhalb des Kurses zeigen können, was sie wollen. Und ja, man kann sich den Lauf schon ähnlich so wie beim Eiskunstlaufen, wie so ein Kür vorstellen, dass man alle Elemente reinpackt in den Lauf. Und da ist halt wichtig, dass man für den ausgewogenen Lauf dann entsprechend der Seilbahn auch den Kurs steckt. Dass man ja ungefähr bei 8 bis 10 Tricks ist. Wenn es mehr wird, wird es dann meistens doch zu anspruchsvoll. Ja, wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß und viel Erfolg vor allen Dingen bei den World Games nächstes Jahr. Denn da ist noch Luft nach oben bei den Ergebnissen von Paris. Und ja, dass ihr auf jeden Fall mal irgendwann auch so einen Ort wie Paris fahrt, zu Olympia oder sowas, und da mal eine Wassersportart hat, die nicht irgendwo plötzlich dann auf Tahiti oder so stattfindet. Danke dir für das Interview. Sehr gerne, hat mich gefreut, und ja, wir bleiben am Ball und hoffen, dass wir uns in Zukunft bei großen Events wieder hören werden. Ja klar, bis dann, tschüss. Ja, das werden wir tun.
in jedem Fall, denn es hat echt Spaß gemacht und wir haben auch noch mehr über Cable Wakeboarding gesprochen und tatsächlich, warum Deutschland da nicht nur die Erfindung gemacht hat, sondern auch so erfolgreich ist. Denn tatsächlich, es gibt selten mehr Cable Wakeboard Möglichkeiten als in Deutschland. Hört sich an, überall da, wo es Podcasts gibt. Aber lass uns mal kurz auf dem Wasser bleiben, denn es gibt einen Weltrekord, eine Wahnsinnsleistung von Waschi. Ja, wer ist Waschi? Das ist der Schwimmer Andreas Waschi Waschburger. Der hat einen neuen Weltrekord im Freiwasser aufgestellt. In Hawaii durchquerte er den Molokai-Kanal in 9 Stunden, 55 Minuten und 10 Sekunden. Das ist mehr als, man muss sich das vorstellen, 2 Stunden schneller als der bisherige Rekord. Er sagte, ich kann es kaum fassen, ein neuer Weltrekord über den Molokai-Channel. 44 Kilometer, die längste Schwimmdistanz in meinem Leben. Die alte Bestmarke von Attila Manjoki habe ich um 2 Stunden, 7 Minuten unterboten. Jetzt hat er sich gefreut auf seinen Insta-Channel. Wahnsinn, 44 Kilometer schwimmen und dann 2 Stunden schneller als der berühmte Attila damals. Krass. Aber du hast ja auch noch einen Weltrekord ausgegraben. In dem Channel, ne? Naja, ich glaube auch nicht. Ja. Aber du hast auch noch einen Weltrekord ausgegraben in unserer History-Rubrik. Ja. Ne, und zwar von 1978. Genau. Und der besteht auch heute bis noch. Krass. Da hat nämlich sich Ken Wabi aus Australien gedacht, ich guck mal, wie schnell so ein Boot fährt. Und hat einen, ja, wie ich würde sagen, Geschwindigkeitsrekord für die Ewigkeit aufgestellt und fuhr 511,1111 km/h auf dem Wasser. Das ist das bis heute das schnellste, was je jemand mit einem Boot auf dem Wasser gefahren ist. Nur zur Information, Formel 1 Fahrzeuge fahren so irgendwie 300 Stundenkilometer. Krass, ne? Mhm. Da hat er ein paar Düsen dran gesetzt, damit er schnell da rüber herrscht, ne? Wenn das der Oliver Zeitler noch machen könnte für seinen Trip auf der Spree. Ja, stell dir mal vor, wie das ist mit Bremsen. Boah, 511 Kilometer kann man sich gar nicht vorstellen. Wann du da bremsen musst, du fährst gerade los und fängst schon an zu bremsen, so ungefähr. Weiß man eigentlich, wo er das gemacht hat? Nee, ne? In Australien. Ja, wo da? Wahrscheinlich irgendwie vor der Küste oder so. Wahrscheinlich oder? Irgendwo, wo es nicht so viele Haie gibt. So im Ententeich wird es nicht funktionieren zu halten. Da war schnell vorbei, würde ich sagen. Boah, 511 Kilometer in der Stunde, nicht ganz so schnell ist man ja im Eiskanal. Ja, wir werden jetzt ein bisschen winterlich, denn wir kommen zu unserer Sportlerin der Woche. Und wir dürfen uns verneigen vor Tina Herrmann. Die 7-malige Skeleton-Weltmeisterin hat leider ihre Leistungssportkarriere beendet und deswegen ist sie unsere Sportlerin der Woche. Noch von ihr haben wir ein Zitat. Nach vielen Jahren voller Leidenschaft, harter Arbeit und unvergesslichen Erlebnissen ist es für mich an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen und mich vom aktiven Skeletonsport zu verabschieden. Ja, das ist natürlich schade. Mit 32 Jahren hat sie bei Weltmeisterschaften 7-mal Gold geholt, 2-mal Silber, hat 2-mal den Gesamt-Skeleton-Weltcup gewonnen. Nur mit Olympia hat sie so ganz geklappt. In Pyeongchang 2018 wurde sie 5. und 4 Jahre später in Peking 4. Trotzdem super geile Karriere. Wir wünschen von der Sportstunde ihr alles Gute für die Zukunft. Und vielleicht hören wir uns ja hier mal. Wäre doch schön, oder? Ja, auf jeden Fall sage ich mal, du hast es überlebt. Du hast Skeleton erfolgreich überlebt. Ja. Und das Level beendet sozusagen. Mit dem Kopf voraus die Eisbahn runter. Auch etwas, was ich nicht unbedingt zwingend machen möchte. Nicht wahr? Ja. Das ist schon krass. Aber liebe Leute draußen, wir haben dem Patrick da eine Hausaufgabe gegeben. Er kümmert sich mal, ob wir nicht mal Tina Herrmann demnächst hier mal hören. Kannst du mal erzählen, wie das ist mit dem Kopf rüber? Das sind auch Geschwindigkeiten. Ist nicht 511 Kilometer, aber das ist auch schon eine Menge. Bei 511 Kilometern hast du gar nicht gemerkt, dass du kopfüber über auf dem Eiskanal bist. Wahnsinn. Und dann, wenn wir schon beim Wintersport sind, dann machen wir doch mal kurz weiter, würde ich sagen. Es geht nämlich jetzt so langsam los mit den Wintersportarten. Und es geht vor allen Dingen los jetzt erstmal mit Curling, dem sogenannten Schach auf dem Eis.
Da geht's Mitte Oktober schon. Ja, du liebst es. Da geht's Mitte Oktober schon los in Aberdeen mit der WM im Mixed. Und wie gut, dass wir vorher noch mal eben kurz mit Bundestrainer Uli Kapp sprechen konnten. Der hat mit uns mal über den Curling-Sport in Deutschland geredet. Uli, wir sind vor dem Start der Saison sozusagen im Curling. Wie groß ist deine Vorfreude? Wir sind, wenn ich das so sagen darf, sogar schon mittendrin. Also wir haben schon die ersten Wettkämpfe bestritten. Also unsere Wettkampfsaison, die dauert grundsätzlich mal, wir fangen teilweise mit den Herren schon im August an und dann geht es eigentlich bis fast Mai, wo Wettkämpfe eigentlich auf internationalem Niveau gespielt werden und die Vorbereitung dementsprechend auch davor. Aber auf deine Frage zurückzukommen, Vorfreude ist immer da. Man, wenn so eine lange Saison vorbei ist, dann sehnt man sich auch mal so ein paar ruhige Wochen auch mal zu Hause zu sein, aber dann im Sommer kribbelt es schon wieder, wenn es dann wieder losgeht. Genau, dann kann man schon sagen, und ich freue mich, um das vielleicht noch zu ergänzen, insofern, weil wir so ein paar heiße Eisen im Köcher haben. Also ich glaube, ja, wir sind so ein bisschen den Turnover haben wir hingekriegt jetzt langsam, ja. Da kommen wir gleich zu. Aber was mich mal interessiert, es gab ja im Sommer die Olympischen Spiele. Wie sehr guckt sich ein Bundestrainer Curling die Sportart im Sommer an? Und hast du dir irgendetwas von irgendeiner Sportart, von irgendeinem Kollegen, von irgendwelchen Sportlern rausgezogen, was du sagst, das ist auch etwas, was ich transferieren kann in den Curling-Sport? Absolut. Also gerade diese Olympischen Sommerspiele waren ein absolutes Highlight. Ich habe früher schon immer gerne Olympia geschaut, egal ob Sommer oder Winter. Ich hatte dieses Jahr einfach ein bisschen Zeit, Luft. Hatte auch das Vergnügen, dass meine Kiddos sind Zwillinge, die waren zwar auch schon volljährig, aber trotzdem so, mit denen haben wir wirklich viel geschaut, intensiv geschaut. Und natürlich hat die Begeisterung uns da genauso eingeholt. Das waren mal Spiele, so wie man sich vorstellt. Einfach mit der Begeisterung an den Strecken, in den Stadien, wirklich voll auch in Szene gesetzt. Und also für mich war das mal wieder so richtig Olympia, so wie es eigentlich sein sollte. Und ich denke mal, das haben die Medien ja auch in den vergangenen Wochen oft genug auch immer wieder dargestellt. Das ist, glaube ich, das, was wir uns alle ja auch hoffen von Olympia und wünschen. Und diejenigen, die schon mal dabei waren, die wissen, was es bedeutet, sage ich mal, das auch wahrzunehmen, wenn so die Begeisterung da ist. Und für mich war wirklich, der Transfer auch auf die Athleten, mit denen ich tagtäglich arbeite, schon auch so Themen wie, also mir ist zum Beispiel jetzt auch eine australische Hochspringerin da, einfach so, das sind so mentale Themen. Das ist so, bei uns ist die Pre-Shot-Routine, wie wir sagen, also einfach, wie gehe ich in den Wettkampf rein, wie kann ich meine Leistung abrufen? Und das schaue ich immer ganz gern. Tennis ist für mich dann auch so ein Thema. Mentales Monster, Djokovic, einfach, wie die durch diese Krisen gehen. Wir haben ja auch relativ lange Spiele, viel Zeit nachzudenken. Und so Themen, da kann man sich schon viel abschauen, vor allem, wenn man natürlich so ein bisschen Background-Wissen hat, was da auch vorgeht bei den Höchstleistungen. Was macht die Besten der Welt dann zu Champions? Und das sind teilweise wirklich kleine bis Riesenschritte im mentalen Bereich. Und das kommt nicht mal einfach so um die Ecke, sondern das muss man sich auch hart erarbeiten. Und da schaue ich schon immer, dass ich so ein bisschen Transfer auch hinbekomme zu meinen Athleten. Ja. Es ist ja eigentlich schon irgendwie eine traditionsreiche Sportart. Den Verband gibt es seit 1966. Ich habe gelesen, sogar im 16. Jahrhundert wurde zum ersten Mal Curling gespielt. Genau, ja. Wahnsinn. Erweiterte Weltspitze findet man auch die Deutschen. Ich habe mal geschaut, Platz 9 Männer. Platz 12 Frauen, Mixed, Platz 10, das ist ja wirklich schon auch relativ gut. Aber, jetzt hast du mal Kanada gesagt, da gibt es über 800.000 aktive Curler und Curlerinnen. In Deutschland sind wir da weit, weit von entfernt. Da liest man so Zahlen von 750. Warum ist das so? Warum ist der Unterschied so groß? Was brauche ich denn dafür? Ist es dann doch zu komplex, zu kompliziert, diese Sportart zu entdecken und zu spielen? Das ist eine sehr gute Frage, weil das ist eine Frage, die trägt mich jetzt mein ganzes Curling-Leben so, die trage ich mit mir rum, weil der Einstieg, ich hatte es ja auch schon mal gesagt, der ist jetzt per se nicht so schwer. Ich brauche natürlich die Anlaufstelle. Ich kann auf jeden Fall, wenn ich das habe, kann ich hingehen und kann es spielen und habe das Gefühl, ich habe Curling gespielt. Also wenn ich jetzt vergleiche mal, in die Schweiz gehe, in der kleinen Schweiz gibt es über 40 reine Curlinghallen. Die schauen so ein bisschen aus wie so Tennishallen. Da ist man hinter Glas, hat man ein schönes Restaurant dabei, da ist dann die Spielbahn vor einem und hat auch diesen sozialen Charakter dann im Hintergrund noch.
In Hamburg, in Deutschland gibt es mittlerweile von diesen reinen Curlingflächen fast nur noch drei bis, ja, man kann sagen drei eigentlich. In Hamburg ist eine sehr schöne Curlinghalle, dann gibt es sowas noch in Schwenningen und dann gibt es sowas noch in der Nähe von Baden-Baden. Wir in Füssen am Bundesstützpunkt, ja, das ist eine Trainingsfläche im Endeffekt, da kommt es nicht. Also ist auch, also drum sagt man, okay, ist vielleicht die vierte reine Curlingfläche. Ansonsten sind es Arenen. Und dann geht's schon los, dass diese Kompliziertheit, wo ich sage, okay, A, brauche ich natürlich Eiszeiten. Das ist dann immer eine Sache, wie ist der Druck, wie viele Aktive habe ich da, dass ich auch gute Zeiten bekomme. Ist schwierig. Dann sind die Eisbedingungen oftmals nicht so gut. Ich weiß noch, in meinen Studentenzeiten damals habe ich auch in München ein Training Montagabend irgendwann in der Eissporthalle, Olympia-Eissporthalle in München da abgeliefert. Das sind dann Tamponi-Eisbedingungen, das ist für einen Anfänger noch ganz gut und irgendwann später ist es dann mehr Bockfahren, als dass ich da sage, ich bin wirklich auf einer Curlingbahn. Das ist aber trotzdem für den Einstieg nicht so das Thema. Ich sage, diese Angebote und diese Phasen haben wir schon mal durchlebt. Jetzt gehe ich ein bisschen zurück, Zeitsprung. Ich hatte damals das Privileg, 98 erstmal bei Olympia mit dabei zu sein für Deutschland und dann in der Folge diese ersten Olympia-Touchdowns, da hatten wir immer dieses große Fenster und da war wirklich dieses Interesse schon sehr, sehr groß. Ich will nicht sagen, Curling hat da geboomt, aber diesen ersten Run, was Olympia mit sich brachte, den konnten wir damals aufgrund unserer Größe auch von Anlaufstellen nicht wirklich bewältigen. Trotzdem hat es dann so ein bisschen schon über mehrere Jahre eigentlich gut angehalten. Wir sind dann aber, muss man ganz ehrlich sagen, sportlich und das ist losgegangen mit dann 2014 das letzte Mal bei Olympia vertreten gewesen. Und dann verlierst du halt auch die Aufmerksamkeit so ein bisschen, den Fokus von der Sportart, wo dann auch Leute Interesse finden, das möchte ich mal ausprobieren. Die ein oder anderen haben sowas vielleicht mal im Ausland mal kennengelernt und da mal einen Zugang gehabt. Aber bei uns in Deutschland ist dieses mediale Interesse natürlich dann schon noch ziemlich nach hinten runtergegangen. Jetzt noch ein Beispiel, wo man sagt, so ein bisschen verpasste Chancen. Das ist mir so ein bisschen wichtig, was schade ist, wo wir sagen jetzt in München diese verpasste Olympia-Bewerbung 2018, 2022 nehme ich mit, wo wir gesagt hätten wir jetzt so im Wege der Legacy, hätten wir jetzt eine schöne Curlinghalle direkt in München im Olympiapark angedockt, wo jetzt das SAP, die SAP-Arena steht, da wäre damals auch eine Curlinghalle entstanden. Und das sind so Zentren, die man einfach braucht, wo man auch Leute mal, ja, sage ich mal, betreuen kann, Anlaufstellen, viel Publikumsverkehr. Köln zum Beispiel hat einen tollen aktiven Verein im Rahmen des KIKs, also aber halt auch nur eine Eistrainingsfläche. An dem scheitert so ein bisschen. Das ist die Hürde, wo ich sage, es gibt nicht so ganz den Zugang. Noch dazu ist natürlich das Angebot vielleicht von Manpower nicht ganz da. Es gibt andere Beispiele, wo es extrem boomt. Und vielleicht ein prominentes Beispiel sind die USA in dem Bereich. Gut, die haben eine Goldmedaille gewonnen. Und dann kommen dann die Superstars, NHL-Spieler, NFL-Spieler hinten drauf, die es für sich entdeckt haben und das Ganze pushen, medial pushen. Und da entsteht eine Curlinghalle nach der anderen gerade. Es ist wirklich ein Live-Prozess, der da stattfindet. Und so ein Startthema oder vielleicht auch ein Investment von irgendjemandem, der sagt, hey, das ist cool, das ist ein Sport, das ist ein neues Feld, das kann ich auch freizeitmäßig anbieten. Das ist das, was wir brauchen würden. Ich bin da so ein bisschen durch mit dem Thema, nicht weil ich sage, ich glaube nicht mehr dran, weil ich da einfach zu sehr gebunden bin. Aber ich war eine Zeit lang da war ich ein bisschen positiver, dass wir sowas mal gewuppt kriegen. Ja. Und jetzt schließt sich der Kreis. Wir haben angefangen, über Olympia zu reden, was man nimmt aus dem Sommer. Und wenn man Athleten hat, die das ja auch gesehen haben, die da vielleicht jetzt noch eine Spur mehr Motivation zu bekommen, zu sehen, wie geil das ist, bei Olympischen Spielen teilzunehmen. Du hast es ja auch selber auch erleben dürfen. Und dann ist die Frage natürlich, eigentlich die Antwort steht da ja schon, wie wichtig wäre es für den Curling-Sport bei Olympia in Cortina dabei zu sein? Fünf fette Ausrufezeichen. Also für uns wäre es extrem wichtig. Es ist auch, wenn ich das persönlich sagen darf, für mich ein ganz großes Ziel. Es ist meine Motivation, nicht dem Sport da was zurückzugeben. Am Ende des Tages ist es auch Job, ist es Beruf. Ich habe mich da eigentlich gar nicht so gesehen vor, wenn mich jemand gefragt hat, vor 15 Jahren machst du irgendwann mal Bundestrainer Curling? Habe ich eher so ein bisschen, weil ich lang genug dabei war und war dann eher in anderen Bereichen und dann rutscht man wieder rein und dann merkt man so, das Feuer ist da und das ist das einfach die Zielsetzung und einfach dann zu sehen, wie ein Athlet das erreicht, wenn man ihm dann dabei helfen kann, das zu erreichen. Es ist wirklich,
gerade für die Sportarten, die vielleicht jetzt nicht ja, auf der PGA unterwegs sind oder ATP-Tour, wo es einfach genug Highlights gibt, die einen dann auch natürlich auch dann auch monetär irgendwo dann vielleicht was zurückgeben. Aber bei uns ist es im Endeffekt geht es darum, wirklich dann diesen Erfolg zu erreichen und nicht, weil man in der Öffentlichkeit stehen will, sondern es kommt einher. Es geht mehr darum, dass man sagt, man misst sich mit den Weltbesten. Es hat einfach diese Bedeutung und dann diese Emotionen, die man jetzt bei Paris gesehen hat, wenn man das transferiert. Ich bin mir sicher, Milano Cortina werden auch wieder tolle Winterspiele. Wenn ich mich an Turin erinnere, war für uns damals 2006, schließt sich der Kreis, eben genau diese 20 Jahre wären für mich jetzt dann voll sportlich gesehen eine Riesenenttäuschung, muss man ganz ehrlich sagen. Trotzdem ist es eine tolle Erinnerung, die bleiben dir dein Leben und die würde ich jedem Athleten, den ich da betreue und auch anderen eigentlich nur wünschen, weil das prägt einen und Olympionike, das ist mal halt fürs Leben. Das macht nicht jeder und lohnt sich eigentlich dafür, das mal auch zu erleben. Und ja, also das wäre wirklich ein toller Erfolg und ich glaube, dass wir da jetzt auf einem guten Weg sind, ja. Uli, dann drücken wir alle Daumen, die wir haben, dass das funktioniert und allerspätestens dann reden wir wieder über den Curling-Sport in Deutschland. Ich freue mich drauf, natürlich. Euch eine gute Zeit und danke. Danke dir. Ja, ciao. Uli Kapp, der Bundestrainer, der lebt diesen Curling-Sport. Seit 40 Jahren ist er da aktiv. Und wer jetzt gar nicht so weiß, was eigentlich Curling-Sport ist, er hat es uns auch verraten. Ich habe ihm gesagt, kurz und knackig, ich soll das mal erzählen, was es eigentlich ist. Hört rein im kompletten Interview. Da geht es auch um den Vergleich mit Eisstockschießen zum Beispiel. Wir haben auch darüber gesprochen, warum kann man eigentlich nicht sowas auch im Sommer machen? Das hat auch was mit Physik zu tun. Du brauchst dann auch so eine vernünftige Fläche. Klar, im Sommer schmilzt das Eis, gibt es da nicht was anderes. Tendenziell. Aber da gibt es noch nichts, weil das hat was mit der Reibung zu tun. Das sind Granitsteine, hochspannend. Curling, komplex, kompliziert, aber echt spannend, faszinierend. Und eigentlich traurig, dass es in ganz Deutschland nur 3 Curlinghallen gibt. In der Schweiz gibt es 40. Ich denke auch, irgendwie so wie Paddel könnte man auch solche Dinge auch machen und dann kann jeder auch in seinem Ort einfach mal zum Curling gehen, oder? Du bist ein begeisterter Curling, hast du eben gesagt. Ja, ich gucke seit den Olympischen Spielen in Nagano begeistert bei jeder olympischen Gelegenheit Curling. Damals gab es das, weil da ist ja Gott und die Welt, ist ja alles ausgefallen. Und dann war das Einzige, was stattfand, Curling, während man auf das Aufhören des Schneesturms wartete. Habe ich mir mal Curling angeguckt, mitten in der Nacht um 2 bis morgens um 5 und dann zur Uni gegangen und war danach der Curling-Experte. Ich weiß zum Beispiel auch, dass Curling die langsamste olympische Sportart ist. Denn ein Curlingstein ist nur 14 km/h schnell in der Spitze. Aha. Ich weiß, dass er knapp 17 Kilo schwer ist. Das weiß ich. Das habe ich gelernt. Ja, was ist denn die schnellste olympische Sportart? Also Wintersportart. Im Sommer wäre ich jetzt auch so auf Tischtennis gekommen oder irgendwie sowas, aber im Winter die schnellste. Mhm. Ich überlege. Bob und Rodel sind 130 oder 40 km/h. Soll ich jetzt Jeopardy einspielen? Ich sag Vierer Bob. Nein, es ist nur die drittschnellste Sportart. Ah. Schneller sind noch Rennrodeln. Ich wollte erst Rodeln sagen. Verdammt. Ski Alpin. Ja. Und das Schnellste ist Eishockey. Ja, wir messen ja so eine 175 km/h wird der Puck schnell. Nicht bei jedem, aber das ist boah. Im Schnitt. Ja, nee, wie im Schnitt. Ich glaube, das war der schnellst gemessene Puck überhaupt. Der schnellst gemessene Puck überhaupt war 200 noch was km/h. Echt? Na, da müssen wir mal den Physiklehrer fragen. Wir sind ja nur Sportlehrer hier in der Sportstunde. Ob das alles so weiß, keine Ahnung. Aber so, wenn einer da von der blauen Linie mal richtig abzimmert, ja. Und dabei fast selber hinfällt, das ist... Ja. So, ich würde sagen, wir lassen den Wintersport heute mal ruhen. In den nächsten Monaten werden wir wieder viel drüber reden. Auch über Eishockey, über Rodeln, über Bobfahren, über Skeleton, über Skispringen, über Snowboarden. Wahrscheinlich Snowboarden vielleicht schon nächste Woche. Da geht es nämlich auch schon im Oktober los. Und man glaubt es kaum, auch Ende Oktober Ski Alpin. Da ist der Start in Sölden. Um dann wieder, glaube ich, ein paar Wochen Soll da sein. Soll da sein, darf ich mir sagen.
da haben wir wieder die Wetterkapriolen. Aber wir gehen mal wieder, ja, was soll ich sagen, Sommersport oder Ganzjahressport. Und wir sind beim Flop der Woche. Und da habe ich was gefunden. Leute. Wenn die Natur schon herhalten muss, um im Fußball Vorteile zu haben, muss das wirklich sein? Man arbeitet ja mit allen Tricks. Wir sind in Bolivien. Ja, jetzt haben wir ja Länderspielpause, deswegen passt das ganz schön. Auch dort gibt es Länderspielpause und da gibt es eine WM-Quali und zwar gegen Kolumbien. Ja, aber die Bolivianer haben ein neues Nationalstadion und das haben sie verlegt auf eine Höhe von 4150 Meter. Muss ich mir vorstellen. Das ist da Durchschnittshöhe, würde ich sagen. Ja, und das, die machen es ja dann auch da eine Show raus. Also die Luft ist ja sowieso da oben drin im Stadion, dünn, im Stadion von El Alto. El Alto heißt ja übrigens auch die Höhe. Und die Botschaft auf dem Rasen, da ist auch noch umso dicker, denn die haben tatsächlich mit großen Buchstaben draufgeschrieben auf dem Rasen 4150 Meter. Also wenn du da irgendwie raufgehst, weißt du schon, boah, ja. Und die Kolumbianer, die kritisieren das natürlich alles, denn die sagen, was soll das? Aber die Bolivianer sagen, wir spielen da, wo wir leben. Ist das unfair? Kann man so oder so sehen, ne? Lass die Kolumbianer ein bisschen Coca mitbringen und alles gut. Fliegen sie über den Platz. Bislang hatte Bolivien seine Pflichtspiele in La Paz ausgetragen. Das ist nur 3637 Meter hoch. Das war schon das höchstgelegene Nationalstadion der Welt. War da schon umstritten. Und jetzt geht's nochmal 500 Meter höher. Ja. Der Nationaltrainer sagt, wir gehen dahin, weil das Stadion ist einfach frisch renoviert und echt schön. Und der Rasen ist so gut. Natürlich. Also es gibt natürlich gar keinen Vorteil. Aber die Gegner sagen doch. Ja, bei 1000 Meter Unterschied halte ich den auch für marginal. Ja, weiß ich nicht. Zu spüren bekam zuletzt die Höhenluft bereits Venezuela. Die sind als Favorit nach Bolivien gefahren, haben 4-0 verloren. Ja, die haben vorher noch Atemübungen gemacht. Sie haben in Sauerstoffkammern gesessen, aber das half alles gar nichts. Nun versucht es dann eben Kolumbien. Unter anderem mit einem mehrtägigen Akklimatisierungsprozess in Cochabamba, das auf 2500 Meter hoch ist. Also sie sind schon ein paar Tage da hingereist. Aber da kommen wir nochmal ein paar Meter drauf. Ich find's Wahnsinn. Ja, und jetzt? Aber das Schöne ist ja, die haben ja eigentlich ein Stadion, das ist auf 500 Meter Höhe. da wollen sie aber nicht spielen. Das hat 38.000 Plätze, das ist wie geschaffen für eine WM-Quali. Das letzte Spiel dort war vor 40 Jahren. Ich weiß wohl, warum die da oben hingehen, nicht wahr? Ja, aber ich meine, dann darfst du auch nicht, keine Ahnung, wo spielen. Weil das älter ist, tiefer ist, da windig ist, weil es leicht abfällig ist. Ich weiß es nicht, also lass es. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Ein paar Sachen gab es da schon. Brasilien Superstar Neymar nannte die Bedingungen 2007 in La Paz unmenschlich und veröffentlichte ein Foto, auf dem seine Teamkollegen nach Schlusspfiff mit Sauerstoff versorgt wurden. Argentiniens Superstar Messi soll sich in der Kabine übergeben haben. Angeblich starb ein Schiedsrichter bei einem Ligaspiel in El Alto. Ob das wirklich wahr ist, weiß man nicht. Also alles krass. Beckham hat sich auf dem Platz übergeben, ne? Ja, aber nicht in Bolivien. Naja, also nee. Ich find's irgendwie unfair. Für mich ist es ein Flop, weil der Rasen so schön ist und das Stadion so neu ist. Eben auf 4100 Meter Höhe. Das ist für normalen Menschen schon nicht gewöhnlich. Aber manchmal muss man nicht 4100 Meter hochgehen, um ein gutes Fußballspiel zu machen. Manchmal reicht ja auch der Küchentisch, ne? Oder? Ja. Ja, nicht ganz der Küchentisch, weil da habe ich ihn auch sogar gefragt. Ich habe mich nämlich mal mit dem Chef des Deutschen Tischfußballverbandes über Tischfußball unterhalten, denn das ist tatsächlich ein Trendsport, aber wieso und so weiter. Hört selbst. Hallo, ich habe hier heute Klaus Gottesleben, Präsident des Deutschen Tischfußballbundes. Hallo. Guten Morgen, Patrick. Hi. Tischfußball. Weswegen ich mich auch gerade fast verhaspelt habe, denn DTFB hört sich und sieht sich so aus wie DFB. Da muss man ein bisschen aufpassen mit den ganzen Buchstaben. Braucht es einen Tischfußballverband, aber oder reicht eigentlich wirklich die Kneipe an der Ecke?
ich glaube, es braucht beides zum Tischfußball spielen. Das heißt, diese Frage, die du gerade gestellt hast, ist ja eine vielgestellte Frage an uns. Gibt es Tischfußball auch außerhalb der Kneipe? Ja, gibt es. Gibt es allerdings noch nicht so lange. Und Tischfußball lebt weiterhin noch in der Kneipe, aber wird eben von uns auch als Sport dargestellt. Und ja, wir wachsen relativ schnell. Das heißt, überall mehr Vereine, Landesverbände und dementsprechend auch aktiv in unseren Strukturen. Ja, tatsächlich ist mir auch aufgefallen bei der Recherche, dass Tischfußball ganz plötzlich für mich aus der Kneipe raus zu großen Events ist. Das ist ja fast schon Gamescom-Style, sage ich mal. Wie habt ihr denn das hingekriegt, beziehungsweise wie kommt das? Also es gibt so in unseren Strukturen gibt es so diesen Satz, der immer trifft, der heißt Angebot schafft Nachfrage. Also dort, wo Kickertische stehen, werden sie auch angenommen. Und für uns war so diese große Gewinneraktion, dass wir die Gemeinnützigkeit bezüglich der Sportanerkennung erhalten hatten, dementsprechend dann auch Sparten in den bestehenden Vereinen sich gründen konnten. Also überwiegend dann natürlich halt auch so dort, wo es richtig groß wird, in den bestehenden Fußballvereinen, ich sag's einfach mal so, Hamburg SV, Eintracht Frankfurt, die Tischfußballsparte vom FC St. Pauli ist aktuell unser größter Tischfußballverein in Deutschland mit knapp 400 Mitgliedern. Also das heißt, dieser Zugang zu den bestehenden Sportstrukturen hat uns richtig gut getan. Ich meine, damit hast du auch was angesprochen, was ich mich gefragt habe, wie wird denn Tischfußball vom richtigen Fußball angenommen, weil das ist für die ja wahrscheinlich so, ja, das sind die Idioten, die nicht richtig Fußball spielen können. Das ist ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber schon, sag ich mal, die Skepsis war am Anfang dann bei vielen Vereinen doch groß. Also ich war zum Beispiel auch dabei, als wir damals zu Eintracht Frankfurt gegangen sind, wo ich mittlerweile selbst aktiv spiele und gesagt haben, hier, wie sieht's aus, Interesse an so einer Tischfußballsparte. Und da haben die ihn schon groß angeschaut, haben aber doch sich dann auf ein Gespräch eingelassen. Und ich glaube, mittlerweile sind diese Vereine, also für Eintracht Frankfurt weiß ich es definitiv, sehr froh, diese Tischfußballsparte zu haben. Okay, das ist überraschend, dass das angenommen wird von den richtigen Fußballvereinen. Wie kommen denn die meisten dazu? Ich meine, es gibt ja Tischfußballtische noch und nöcher. Die gibt's ja bei Toys R Us im Angebot zu Abendklappen für einen Huni oder so. Und dann gibt's ja richtig gute. Und hier spielt ihr meistens mit den richtig guten. Wie läuft das denn, wenn die Vereine da anfangen? Haben die meistens so einen Klapptisch oder investieren die schon mal richtig? Also, die haben keine Knapptisch, keinen Klapptisch. Aber ich sag mal so, das Schöne an Tischfußball, und das ist auch, glaube ich, so unsere Chance, die wir gerne nutzen, ist, dass es eben nicht teuer ist, sich Material anzuschaffen. Das heißt, das Maximum für einen guten Tisch ist neu, liegt ja bei 2000 Euro. Da geht auch nichts dran kaputt. Das heißt, es ist ein extrem wertstabiles Gut. Und verglichen jetzt eben, sage ich mal, halt mit einem Tennisplatz oder einem Fußballplatz oder Badmintonfelder oder so, ist das natürlich ein geringer Betrag. Das heißt, so bestehende Vereine, für die ist das jetzt, sag ich mal, ein überschaubares Risiko auch, zu sagen, wir kaufen jetzt mal 2, 3 Kickertische, stellen die uns hin und schauen mal, was mit denen passiert. Und meistens sind die Erfahrungen dann eben positiv. Das heißt, dort, wo die Tische stehen, kommen auch die Leute nach und nach dazu. Nun hatten wir ja schon mal die Maura Pormann da. Die ist ja nicht ganz schlecht im Tischfußball. Und macht ja gefühlt kaum noch was anderes als Tischfußball spielen. Ist da sehr unterwegs und so weiter. Deswegen meine Frage, ist die Gemeinde wirklich so aktiv wie die Maura oder ist das eine Ausnahme? Also die Maura ist sportlich und von ihrer Aktivität her sicherlich eine Ausnahme. Aber von diesen Ausnahmen gibt's immer mehr und das heißt, dort, wo man dann dauerhaft in der Weltspitze mitspielen möchte, gehört auch entsprechend der Aufwand dazu. Also dann nähern wir uns den normalen, in Anführungszeichen, Sportarten, bestehenden Sportarten an. Wobei ich eigentlich sagen würde, dass es so ist, dass so der durchschnittliche Tischfußballspieler in der Weltspitze
deutlich mehr Zeit zum Training investiert, als in sonstigen Sportarten an Trainingszeit investiert wird. Also ist das schon, wenn man gut sein will, eine sehr aufwendige oder trainingsaufwendige Sportart? Das ist genau, das ergibt sich einfach dadurch, wie das immer so ist. Ich sag mal, dort in der Spitze, Leute, die an die Spitze kommen wollen oder an der Spitze bleiben möchten, messen sich natürlich mit ihrer Konkurrenz. Und das Thema Trainieren im Tischfußball ist jetzt so vom logistischen und organisatorischen Aufwand überschaubar. Das heißt, jeder kann zu Hause einen Kickertisch stehen haben, kann sich dann zur Not noch irgendwie Kumpels, Bekannte, wie auch immer, die auch dann im entsprechenden Verein spielen, einladen. Und da spricht nichts dagegen, eben 3, 4, 5 Stunden am Stück irgendwo zu Hause zu trainieren. Und wer das halt möchte, auch täglich. Nun hast du ja gerade eben gesagt, die Vereine können sich dann Studenten reinholen durch Tischfußball, weil das ein sehr, sag ich mal, studentisch geprägter Sport ist, was meiner Erfahrung nach auch stimmt, denn wir hatten in der Uni einen Tischfußball und wir hatten damals beim Zivildienst Tischfußball und das wird gezockt ohne Ende. Nun bist du ja tendenziell kein Student mehr und trotzdem selber aktiv. Ist das wirklich so ein Sport für jedermann und gibt's da am Ende schon doch eine Altersbeschränkung, weil man es einfach nicht mehr lernen kann? Also klar fällt's einem im Alter schwerer, irgendetwas zu lernen. Das trifft auch auf Tischfußball zu. Aber das Schöne ist, dass die körperlichen Voraussetzungen natürlich nicht so hoch sind, als wenn ich jetzt mit 60 Jahren anfangen möchte, noch irgendwie Marathonläufer zu werden. Das heißt, das Schöne an Tischfußball ist, dass es nicht nur jeder kennt, sondern auch im Endeffekt jeder kann, mehr oder weniger. Und ob das jetzt eben die Leute, ob die jung oder alt sind, groß, klein, dick, dünn, Mann, Frau. Also im Endeffekt kann es jeder, bis hin auch, dass wir Rollstuhlsportler haben, immer mehr, die dann eben auch mit den jeweiligen Behinderungen an diesen Tisch gehen können, ranrollen können, um daran Spaß zu haben und dran zu spielen. Ich meine, nun bist du ja gar nicht so unerfolgreich. Wann hast du denn selber mit dem Tischfußball angefangen? So von wegen, weil wir gerade geredet haben. Na, im gewissen Alter wird es halt schwieriger, gut zu werden oder langsam gut zu werden. Wann hast du denn angefangen und wann bist du, sag ich mal, so gut geworden, wie du jetzt bist? Also ich bin so aus tischfußballtechnischer Sicht in der glücklichen Situation gewesen, dass mein Großvater eine Kneipe hatte. Und wie das früher so üblich war, standen ja auch immer überall Kickertische rum. Das heißt, gibt es auch schon die entsprechenden Bilder, schon auf dem Stuhl, auf dem Hocker, wie auch immer, an diesem Kickertisch gestanden und war schon immer fasziniert. Das heißt, ich war schon in relativ jungen Jahren schon in der Lage, irgendwie so eben im Gastrobetrieb vom Opa gegen die Erwachsenen zu gewinnen. Und ich glaube, diese Liebe dann ist geblieben. Und irgendwann wurde das dann in Anfang 2000er Jahren dann zum Sport, als auch dann ein Weltverband gegründet wurde. Und dann ging das natürlich intensiver mit Training los, bin dann auch um die Welt gereist, war also oft auch in den USA zum Beispiel, in Europa überall. Ja, und irgendwann, sag ich mal, dann mit dieser Liebe und mit dieser sozusagen schon frühzeitigen Entwicklung, fiel es dann vielleicht ein bisschen einfacher, gut zu werden, als Leute, die dann erst vielleicht mit 20, 25 anfangen. Aber ist das denn überhaupt in Deutschland hier anerkannt von den LSBs und vom DOSB und hat das überhaupt eine Chance, als vollwertiger Sport wahrgenommen zu werden? Also wir arbeiten dran, glaube ich, so mit einem fetten Ausrufezeichen versehen, ist die passende Aussage. Ja, also wir erleben immer mehr Anerkennung in den Strukturen, im ersten Landessportverband, und zwar im Saarland konkret, haben wir eine volle Anerkennung, sind so nach und nach schon in mehreren Sportbünden mit dabei, wo Tischfußball Anerkennung hat. Ich glaube, du kommst ja aus Düsseldorf. Das heißt, gar nicht so weit weg von dir in Bonn zum Beispiel, im Stadtsportbund ist auch der Bonner Verein dabei und sind jetzt gerade dabei, in mehreren Bundesländern auch diese Schritte zu gehen, um die Anerkennung in den Landessportverbänden zu erreichen. Und ich sag mal, da stehen viele Ampeln auf grün. Also die Hoffnung ist groß, dass wir dort relativ zeitnah noch mehr Verbände in die Landessportverbände reinkriegen.
Und wenn dann eben eine gewisse Anzahl, die entsprechend notwendige Anzahl erreicht ist, wollen wir natürlich auch gerne dann mal beim DOSB an die Tür klopfen. Ja, dann hoffe ich, dass ihr weiter wächst und das nicht nur so ein Ding ist, wo ein paar Leute kicken und Maurer der Superstar ist sozusagen. Weil tatsächlich ist es eine sportliche Begegnung und Bewegung und das tut uns allen gut. Danke dir für das Interview. Sehr gerne, Patrick. Dann vielen Dank und schönen Tag noch. Tschüss. Danke, tschüss. Und auch hier haben wir ein komplettes Interview, nämlich in dem auch noch über ein großes Ereignis, was in Deutschland war, gesprochen wird, wie die olympische Zukunft von Tischfußball aussieht. Das ist alles sehr, sehr interessant. Und natürlich über die Kneipe von seinem Opa. So, muss man mal hin. Nicht wahr? Also kickern, ne? Wir haben kickern gesagt. Wir haben nicht gesagt, wir spielen Tischfußball, wir haben gesagt, wir gehen kickern. Da, ich komme ja aus der schönen Stadt Münster, da waren wir öfter immer, haben wir uns mal getroffen. Schönes Bierchen dabei und haben wir gekickert. Studentenstadt, Unistadt Münster und so. Ja, da komme ich her. Ihr seid mit dem Fahrrad zum Kickern gefahren. Das tendenziell. Mit dem Fahrrad zum Kickern. Ja, absolut. Und dann haben wir da auch mal ein Bier dabei getrunken, nicht wahr? Schöne Zeit. Ich werde sentimental. Schon lange ist es ja. Ich hol schon wieder. Ich bin heute die Holzbuse, merke ich gerade. Du bist heute nah am Wasser gebaut, ne? Kommt ja, hatten wir mit Wasser, mit Rudern und mit Wakeboard. Wir hatten Wasser. Und nächste Woche übrigens auch, kommen wir gleich noch zu viel Wasser. So. Mannschaftssport. Haben wir noch ein bisschen was, ne? Fliegen wir mal kurz rüber. Fußball hatten wir jetzt ja gerade, ne? Mehr oder weniger. Ja. Übrigens unsere DFB-Jungs spielen, nur damit ihr es wisst, gegen Bosnien-Herzegowina in Sarajevo am Freitag und am Montag gegen die Niederlande in München. Das nur mal so zwischendurch. Dann gehen wir mal kurz zum Handball. Auch schon länger her, dass der VfL Gummersbach auf der internationalen Handballbühne war. Nach 12 Jahren sind sie jetzt wieder da und haben ihr erstes Spiel in der European League gewonnen gegen IK Sävehof aus Schweden 37-35. In diesem Wettbewerb hat auch Titelverteidiger Flensburg gewonnen mit 42-25 gegen MRK Sesveta aus Kroatien. Wir haben noch zwei Mannschaften in diesem European Cup, nämlich den THW Kiel und MT Melsungen. Die Kieler besiegten Balonmano Torrelavega Vega aus Spanien mit 32-27 und Melsungen gewann in Porto beim FC 29-24. Das nennt man dann einen perfekten Start der deutschen Mannschaften im European Cup im Handball. Ja, und es gibt auch noch Frauen, die in der WNBA am Start sind. Denn da ist ja Playoff-mäßig weitergegangen und die beiden Deutschen, Niara Sabali und Leonie Fiebig, sind mit der New York Liberty im Finale. Und ihr Gegner sind die Minnesota Lynx. Und im entscheidenden fünften Spiel setzte sich die Mannschaft aus Minneapolis mit 88-77 gegen die Connecticut Sun durch. Die Finalserie beginnt in der Nacht zum Freitag. In New York. Für Minnesota geht es um den fünften Titel in der WNBA. Und damit wären sie alleiniger Rekordchampion. Ja, auf der anderen Seite wartet Liberty noch auf den ersten Titel. In der Vorsaison hatte New York halt das Problem Las Vegas, was ihnen den Titel abgeluchst hat. Ja, jetzt ist natürlich Minnesota links nicht der einfachste Gegner. Mal gucken. Wir beobachten das, drücken auch den beiden Deutschen da natürlich die Daumen und dann dürfen sie sich Championess nennen. Das klingt ja auch schön, ne? Championess. Championess. Aber wenn wir schon in den USA sind, bleiben wir kurz dabei, denn auf dem Weg in die Staaten macht sich auch demnächst das BBL-Team Ratio Farm Ulm. Denn am 16. Oktober treten sie bei den Portland Trailblazers an. Krass, ne? Ich muss euch mal sagen, was da drumherum so alles passiert. Das ist nämlich ein Spiel mittendrin innerhalb von 6 Auswärtsspielen hintereinander. Die haben einiges zu erledigen. Und da will ich mal ganz kurz. Also am Dienstagabend waren sie mal eben kurz in Litauen im Eurocup, haben in Vilnius gespielt und übrigens gewonnen. Am Freitag geht es zum Pokalspiel nach Bamberg.
kleine Erwähnung, gegen ihren alten Trainer Anton Gavel, mit dem sie deutscher Meister wurden. Also auch emotionales Ding. Am Montag geht's dann nach Istanbul. Das ist dann wieder Eurocup bei Beşiktaş. Steigen am Dienstagmorgen in den Flieger. Dann geht es nach Seattle, um dann 2,5 Stunden mit dem Bus nach Portland zu fahren. Spielen dann dieses Spiel, kommen dann zurück, müssen dann nach Oldenburg. Da ist ein ganz normales BBL-Spiel. Und ja, kurze Zeit später dürfen sie dann auch noch nach Gran Canaria, Auswärtsspiel Eurocup. Was ein wahnsinniger Trip. 6-mal auswärts, das sind so ungefähr mal so 25.000 Kilometer. Krass. Und alles Pflichtspiele, bis auf dieses eine in Portland. Aber das ist ein ganz besonderes Spiel. Das Interessantere ist von allen. Ja, ja, denn zum ersten Mal wurde eine deutsche Mannschaft, das zeigt auch ein bisschen den neuen Stellenwert des deutschen Basketballs, eingeladen nach Amerika zu einem NBA-Team. Wir haben darüber gesprochen mit dem Sportdirektor von Ratze vorm Ohr, mit Thorsten Leibenert. Thorsten, bevor wir über die tolle Reise nach Portland reden, erstmal Gratulation. Ein guter Saisonbeginn, ne? Als Sportdirektor ist der Kollege Leibenert sicherlich zufrieden, oder? Ja, also die Resultate könnten nicht besser sein. Wir haben 2 Siege im Eurocup, was aufgrund des Spielplans schon beachtlich war, und der Spielplan in der Bundesliga war nicht weniger intensiv. Und da sind wir die einzige Mannschaft ohne Niederlage bislang mit 3 Siegen. Also ja, ich bin zufrieden. Bist du überrascht? Ja, also ich glaube, es ist immer eine Überraschung, wenn eine junge Mannschaft, die einige neue Spieler dabei hat, schon zu einem frühen Zeitpunkt hier diese Resultate holt. Haben nicht immer super gespielt, aber eben halt gut genug, um diese Resultate einzufahren. Und ich hätte mich wahrscheinlich nicht gewundert, wenn wir zu Hause gegen Badalona es nicht ganz schaffen oder vielleicht auch in Chemnitz. Also da waren jetzt schon ein paar Partien dabei, die man nicht von vornherein als Sieg erwarten könnte. Und jetzt kommen die Wochen, die durchaus körperlich und mental belastend sein könnten. Ja, es sind tatsächlich eigentlich nur 2 Wochen. Aber wir haben innerhalb von 15 Tagen 6 Auswärtsspiele. Das wird mit Sicherheit körperlich knackig, es wird mit Sicherheit auch mental knackig. Und wir werden nicht müde zu betonen, dass man das ja auch andersrum sehen kann. Also es ist ein Privileg, was wir besitzen, dass wir gegen eine Mannschaft wie die Portland Trailblazers spielen dürfen. Wir bezeichnen es auch nach wie vor als Privileg, im Eurocup antreten zu dürfen. Und da stehen jetzt nur mal 3 Auswärtsspiele in Folge an mit Vilnius, mit Beşiktaş Istanbul und auch mit Gran Canaria. Ja, und es ist, wie es ist, aber ich habe den Eindruck, die Spieler freuen sich auf diese Phase in der Saison, und wie ich eben gesagt habe, wir werden nicht müde zu betonen, dass es etwas Besonderes ist. Und ja, auch eine hohe Belastung ist ja was Besonderes, aber man muss das jetzt nicht automatisch negativ betrachten. Zwischendurch übrigens auch noch in Bamberg und in Oldenburg, und in Bamberg natürlich auch wieder ein emotionales Highlight, wenn man auf Anton Gavel trifft, den Headcoach, der die deutsche Meisterschaft gemacht hat. Ist ja auch wieder was Besonderes, ne? Genau, also von den Bundesligaspielen habe ich jetzt noch gar nicht gesprochen, die in dieser Phase stattfinden. Bamberg ist sogar ein Pokalspiel. Die Tatsache allein macht es besonders. Es ist ein Do-or-Die-Spiel. Wir müssen auswärts bei einer starken Mannschaft antreten. Waren letztes Jahr im Finale im Pokal, also hatten uns auch fürs Top 4 qualifiziert. Und wer schon mal dabei war, weiß, wie besonders so ein Event ist. Da möchten wir gerne wieder hin. Dafür müssen wir aber Bamberg erstmal schlagen. Also das allein ist schon wirklich eine Besonderheit, dass wir dann jetzt noch gegen eine von Anton Gavel gecoachte Mannschaft spielen, macht es mich immer attraktiver. Genau, nach Bamberg, dann kurz mal nach Istanbul, in die Hölle bei Beşiktaş, und dann, glaube ich, auch direkt zum Flughafen wahrscheinlich, und dann fahrt ihr zu einem NBA-Team nach Portland. Und da musst du mir mal erzählen, wie das zustande gekommen ist. Ich habe gelesen, da hat einer angerufen und gesagt, Thorsten, ich bin's aus Portland. Es war noch wilder. Wie war das? Es war noch wilder. Also ich habe eine WhatsApp bekommen. WhatsApp? Ja, also vielleicht war es auch so eine nette Idee. Man kann das ja mal diskutieren, aber spätestens, wenn man
sich dann auch über Logistik und Kosten Gedanken macht. Und dann wird vielleicht schon auf Seiten von Portland die Erkenntnis kommen, naja, das macht vielleicht doch nicht so viel Sinn. Aber es war tatsächlich sehr, sehr ernst gemeint. Ich habe dann auch nachgefragt, wie es denn dazu kommt, dass die uns anfragen, ob wir ein Spiel gegen die machen. Und ich glaube, verstanden zu haben, dass es wirklich viel mit unseren interessanten potenziellen NBA-Spielern zu tun hat. Klare Betonung auf potenzielle NBA-Spieler. Nur weil jemand jung ist und im Kader von Ratzefam Ulm, heißt das nicht automatisch, dass er auch in der NBA landen wird. Für sowas wird sehr, sehr viel Arbeit benötigt. Aber mein Eindruck war, die Trailblazers waren der Meinung, es könnte ja durchaus mal charmant sein, die jetzt schon mal in einem direkten Wettbewerb gegen die eigene Mannschaft spielen zu sehen, anstelle der Scouts, die dann hier in Europa sind und die dann ein World Cup-Spiel zum Beispiel gegen Beşiktaş sich anschauen. Ja? Warum nicht mal direkt gegen die sie ja eventuell sogar, deren Platz sie eventuell sogar verdrängen würden später, ja, im Wettbewerb zu sehen. Und ja, wenn man so genau darüber nachdenkt, dann macht das Sinn. Also so eine Scouting-Abteilung, die ist deutlich zweistellig. Man kann natürlich überlegen, ob man all die Verantwortlichen dann nach Europa bringt, um Spieler zu sichten. Oder vielleicht ist es ja auch mal eine Überlegung wert, die Mannschaft dann nach Amerika zu bringen, um sich die Spieler dann dort vor Ort anzuschauen. Wenn du den Kalender gesehen hast und dann diese WhatsApp oder dann auch das Hin- und Hergeschreibe, wie lange hast du nachgedacht darüber, ob ihr es macht oder nicht? Na, erstmal haben wir es diskutiert. Wir müssen da Risiken und Chancen abwägen. Also war natürlich dann auch eine finanzielle Betrachtung, können wir es uns erlauben, kostenseitig so einen Trip zu machen. Und wir sind das Risiko eingegangen, obwohl da natürlich ein ordentlicher Batzen an Kosten auf uns zukommt. Zu dem Zeitpunkt, als wir zugestimmt haben, sind wir auch noch davon ausgegangen, dass das Eurocup-Spiel komplett aus der kommenden Woche verlegt wird. Das heißt, dass der Spielplan etwas entspannter sein wird. Wir haben dann irgendwann zugesagt, dann wiederum hat die Euroleague irgendwann gesagt, ja, ihr müsstet dann schon noch in der Woche spielen, aber ihr könnt das Spiel montags stattfinden lassen. Das war dann das Entgegenkommen. Das hat den Spielplan etwas knackiger gemacht. Dann gab es die Auslosung des Pokals. Ja, wir spielen samstags in Bamberg. Auch das hat es jetzt nicht leichter gemacht, aber wer uns kennt, weiß, dass wir uns über sowas nicht beschweren, sondern es trotzdem bestmöglich annehmen. Und es ist ja tatsächlich auch was Besonderes. Ich glaube, es war noch kein deutsches Team im Land der NBA-Teams, oder? Genau, also ich weiß, dass Alba Berlin schon hier in Deutschland gegen Mavericks gespielt hat. Oder genau, San Antonio. Mavericks waren, glaube ich, auch schon mal hier, bin mir aber nicht ganz sicher. Aber San Antonio auf jeden Fall, genau das Spiel hat Berlin ja auch gewonnen. Meines Wissens ist aber ein deutsches Team noch nicht zu einem NBA-Vorbereitungsspiel eingeladen worden. Uns macht das auf jeden Fall sehr stolz, dass die Anfrage kam und dass wir das jetzt machen dürfen. Und ich glaube, auch wenn es da jetzt nicht um Punkte geht, ist es trotzdem für jeden Spieler, für jeden Verantwortlichen ein absolutes Highlight. Das ist die Frage, die sich anschließt. Wie hat die Mannschaft darauf reagiert, als du da gesagt hast, Jungs, wir fliegen übrigens zwischendurch mal kurz mal nach Portland? Ich habe jetzt gar nicht groß angekündigt, wir sehen es im Trainingsplan. Aber klar, ich habe mich mit dem einen oder anderen schon auch so kurz vorm Training drüber unterhalten und mein Eindruck war, da freut sich jeder drauf. Jeder weiß, dass das was Besonderes ist, ja, dass es vielleicht auch eine Once-in-a-Lifetime-Erfahrung ist. Ich habe jetzt bei keinem das Gefühl gehabt, dass wir jetzt diese Reise Strapazen haben oder so. Also da würde ich auch einfach erwarten, wir sind ja alle Sportler. Man darf sich jetzt mit einer der besten Mannschaften im Vereinsbasketball messen, nämlich einem NBA-Team. Und einfach mal zu sehen, wo man da steht, ist eine spannende Herausforderung. Eben, wie siehst du es denn dann sportlich? Für Portland hast du gesagt, möglicherweise wollen sie mal die jungen Kerle auch mal wirklich live bei sich sehen in einem Wettbewerb. Aber für euch, nach so einem Stress, lange Fliegerei, zwischendurch andere Wettbewerbe, Do-or-Die-Spiele, was ist der sportliche Wert aus deiner Sicht? Der sportliche Wert ist wirklich Erfahrung zu sammeln. Wo sind andere besser? Was kann man sich eventuell von denen abschauen? Es würde mich wundern, wenn Ty Harrison den einen oder anderen Spieler 40 plus Minuten spielen lassen wird. Das ist ja ein Spiel, was über 48 Minuten geht. Das heißt, ich glaube, Spielzeit wird schon
relativ gut verteilt werden, weil es halt eben nicht darum geht, diese Partie auf Biegen und Brechen zu gewinnen. Aber gleichzeitig will man sich messen und will bei diesem Messen Erfahrung sammeln können. Und dafür werden wir jetzt auch sagen, können wir treten mit einer B-Mannschaft an, um den Veteranen, was weiß ich, diese Strapazen zu ersparen. Aber naja, so gehen wir das nicht an. Also da ist auch was sportlich Bedeutendes wert, was uns auch im Verlauf der weiteren Saison helfen kann. Möglicherweise hast du aber auch den Spielern schon Alibi gegeben, sollte es in Oldenburg dann das Spiel danach nicht so funktionieren, oder? Oder sagst du, okay, das Risiko gehe ich ein, weil das, was die da erfahren, ist viel wichtiger als vielleicht ein Spiel in Oldenburg? Ja, so ein Risiko geht man immer ein. Ich glaube nicht, dass die Spieler dann sagen, naja gut, wir hatten jetzt hier harten Strapazen, kann man nicht mit einem Sieg rechnen, sondern eher, ja, lass uns den Leuten zeigen, dass wir trotz dieser Strapazen auch Oldenburg schlagen können. Ja, und ich würde mich sehr wundern, wenn die nicht brutal motiviert gegen Oldenburg antreten werden. Ja, und dass Mannschaften hohen Strapazen ausgesetzt sind, das sieht man ja immer wieder. Also man muss sich nur den Euroleague-Schedule anschauen. Da wird dann auch teilweise innerhalb von 72 Stunden dreimal gespielt. Ja, zusammen dann mit der nationalen Liga. Man muss sich Wettbewerbe der Nationalmannschaften anschauen. Da gibt es teilweise 7 Spiele in 5 Tagen, zumindest im Nachwuchsbereich. Also all das ist jetzt nichts, was völlig neu ist für Profisportler oder auch angehende Profisportler. Wir stellen uns dem gerne. Und wie gesagt, es ist halt etwas Besonderes. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass wir da einfach mal zum Kaffeeklatsch hinfahren, sondern wir dürfen uns mit den Portland Trailblazers messen. Ganz kurz nur, bist du auch so ein klein bisschen dann, wenn du nach Portland fliegst, ein NBA-Fanboy, wenn du dabei bist? Und was möchtest du gerne mitnehmen als Souvenir, damit du immer an dieses Spiel zurückdenken kannst? Also es kann durchaus sein, dass ich mir ein Trikot von einem der Spieler von Portland dann kaufen werde. Also irgendein Andenken wird es da auf jeden Fall geben. Gehe ich von aus. Danke für deine Zeit. Ich kann eigentlich nur sagen, gute Reise und tolle Erfahrung. Danke sehr. Bin gespannt, wie das da so wird. Wir haben natürlich auch noch über andere Sachen gesprochen, wenn man schon einen Sportdirektor eines Bundesligisten hat, wie Thorsten Leibenert, unter anderem auch, auf was er sich da am meisten freut, weil er spielt ja nicht, aber er will ja auch mal dieses NBA drumherum mal beobachten und ob er sich auch vorstellen kann, vielleicht mal in der NBA zu arbeiten. Hochspannend, hört euch das an, komplette Interview, da wo es Podcasts gibt. Ja, und Portland spielt in der NBA. Ja, und es gibt mal wieder Historisches von NBA-Legende LeBron James. Ja, der Herr James hat mal in einem Vorbereitungsspiel etwas gemacht, was tatsächlich nicht jeder kann. Wieder mal. Die nächste Saison steht, ist ja die 22. Saison für LeBron. Und da stand er das erste Mal. Hä? Die 22. Saison, überleg dir das mal. Ja. Krass, oder? Ja. Tatsächlich, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht so, okay, es fühlt sich an wie gestern, als ich das erste Mal von ihm gehört habe. Als er seine erste Saison gespielt hat, war sein Sohn noch nicht geboren. Ja. Denn mit dem stand er jetzt auf dem Platz. Es war nur ein Spiel für die Vorbereitung, aber LeBron James und sein berühmter Vater LeBron, also Brownie James und sein Vater LeBron, haben Geschichte geschrieben, denn es gab es noch nie, dass die Vater-Sohn-Kombo gleichzeitig auf dem Feld stand in der Geschichte der NBA. Nun war es nur ein Preseason-Game. Aber schon cool. Warum nicht schlecht? Mal gucken, was Bronny so liefert. Ob der auch so was leisten kann wie LeBron, aber LeBron wird wohl einmalig sein. Man hat es ja auch bei Olympia wieder gesehen, ne? Der hat dann mal, wenn es eng wurde, eben kurz mal das berühmte Heft in die Hand genommen und dann war Ruhe im Karton. Ja, das macht er schon seit 22 Jahren, krank, ne? Hammer. Ja, dann haben wir noch unseren Top der Woche, haben wir noch gar nicht, aber jetzt, wir feiern wieder Meisterschaften, deutsche Meister nämlich, und zwar im Judo. Der JSV Speyer ist neuer deutscher Mannschaftsmeister der Frauen. Der Remscheider TV gewinnt den Titel bei den Männern. Im Finale der Frauenbundesliga setzen sich die Pfälzerinnen aus Speyer mit 10-4 gegen den Titelverteidiger TSG Backnang durch.
Und bei den Männern gab es einen dramatischen Finalkampf, den entschied der Remscheider TV erst im letzten Kampf dann zum Endstand von 8-6 gegen die TSG Backnang für sich. Remscheid ist auch gar nicht so weit weg von dir, ne? Holte damit nach 55 Jahren erstmals wieder einen Titel nach Nordrhein-Westfalen. Remscheid, sagen wir doch, wie der Herr Liegert mal gesagt hat. Remscheid. Gratulation nach Remscheid oder auch Remscheid. Die deutsche Meisterschaften im Judo hiermit zu Ende. Glückwunsch an beide Teams, ja. an alle Beteiligten. So, am Wochenende können wir dann vielleicht nochmal gratulieren. Ich glaube, es gibt den German Bowl, ne? In Essen. Ja. Also American Football. Potsdam ist dabei. Und? Gute Frage. Schwäbisch Hall? Nein, ich weiß es jetzt gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Schwach. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Es ist Potsdam dabei, wie letztes Jahr. Ja, du guckst mal schnell, dann kann ich nehmen. Du sagst es schnell, ich kann mal kurz sagen, es gibt nämlich noch eine Meisterschaft, und zwar die DTM hat ihr letztes Rennen auf dem Hockenheimring. Da geht es um den Champion 2024. Die Ausgangslage vor dem großen Showdown ist klar. Vorne ist Mirko Bortolotti, dahinter ist Kevin van der Linde und Maro Engel sind die Jäger. Mirko Bortolotti kann zum ersten Mal die DTM gewinnen. Er hat 204 Punkte auf dem Konto, hat 15 Zähler mehr als sein Verfolger, der mit deutscher Lizenzfahrer Südafrikaner Kevin van der Linde. Und weitere 5 Punkte dahinter ist dann Maro Engel. Großer Showdown also in Hockenheim am Wochenende. Da rühren die Motoren. So. Und Showdown in Essen, nämlich German Bowl. Potsdam Royals gegen Dresden Monarchs. Ein königliches Finale quasi. Ja, stimmt. Stimmt. In Essen. Dann haben wir natürlich die ganzen Ligen. Vergiss das nicht. Die deutsche Nationalmannschaft im Fußball, haben wir gesagt, spielt. Es ist wieder einiges los. DL. Aber auch eben, ja, aber auch geht Kickern. Oder Curling. Oder, muss nicht immer Handball, Volleyball, Fußball sein. Es gibt so viele schöne andere Sachen. Und nächste Woche haben wir auch. Ja, geht zur Not bei gutem Wetter ans Cable Wakeboard. Ja, wenn's noch, es soll stürmisch werden, ne? Bei mir hier regnet's gerade, hätte jetzt keinen Bock drauf, aber egal, dann gehe ich lieber Kickern. Ja, hier regnet's auch gerade. Ansonsten, nächste Woche sind wir wieder da, freue mich sehr, denn wir haben tatsächlich noch Sachen, die auch draußen passieren. Wir reden über Surfen, über Schwimmen. Ja. Aber auch ein bisschen Snowboarden, also es wird wieder kälter. Wir boxen und wir pokern, aber bitte nicht mit dir Strip-Pokern. Das möchte ich nicht. Oder doch? Wer weiß. Es bleibt beim Podcast, auch wenn wir Strip-Pokern. Leute, macht euch keine Das gibt's dann im Livestream. Keine Gedanken. Im Livestream. Auf OnlyFans. Vodcast, genau. In diesem Sinne, das war eine coole Sendung. Bisschen zu viel männlich diesmal. Nächstes Mal haben wir wieder ein paar Mädels dabei. Da freue ich mich drauf. Und ja. Guckt Sport, schaut Sport, wenn ihr Langeweile habt, hört alle Interviews an, die wir alle schon gemacht haben. Mit Weltmeistern, Olympiasiegern, mit Bundestrainern, ja. Mit Funktionären, mit Buchautoren, mit Tischkickern, Bullingern, Tischkickern, Bullingern, Bowlingspielern, Keglern, Curlingern, Bowlingern, Curlingern. Köllinger? Ich bin ein Kölninger. Köllinger. Das klingt entweder wie ein Wasser oder wie ein Wein, ne? Magst du vierte Curlinger? In diesem Sinne, ich glaube, wir sollten abbrechen. Schluss, ja. Aus, Wiedersehen. Wir gehen nächste jetzt Woche wieder Fußball spielen. Tschüss.